Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, Momo, ihr Flöten und ahoi, liebe Landratten und Landrätchen. Und dann herzlich willkommen zurück zu Sigma Theory mit unserem Chef-Lobbyisten Valvurik. Servus und hallo. Wieso klinge ich russisch? Ich habe keine Ahnung, wir sind eigentlich Japsen. Und der Anaholik ist auch mit dabei. Dabei. Weil das sind eigentlich, war das jetzt eher mehr so chinesisch. Schweizerisch. Alles. Schweizer, so klingen die Schweizer aus Österreich schnurren, okay. Da, wenn ich da Bü am Ende gesagt habe. Mischmasch aus allem. Wir wissen es selber nicht. Wir haben uns ja auch alles zusammengeklaut an Nationen. Wir haben einen Engländer in unseren Reihen und einen. Japaner? Ein Inder. Und noch ein Japaner. Okay. Cool. Wissen wir das auch mal. So. Wir hätten ihn wieder zur Verfügung. Unseren Hacker. Joa. Was soll er denn machen als nächstes? Irgendeine Idee? Wollten wir nicht in England. Ich glaube, in England wollten wir nochmal um 20% senken wegen Entführen. Ja, ist eine Idee. Gefällt mir. Achso, warte mal. Okay. Es können nämlich auch Agenten sich irgendwo befinden bei uns und können versuchen, Wissenschaftler zu entführen. Aber ich sehe da jetzt kein verfügbares Ziel. Normalerweise wird das dann hier auftauchen. Okay. Aber dabei, alles okay. Alles cool. Alarmstufe senken, sehr schön. Nächste Runde. Was macht unser Trabi-Fahrer da? Oh, der ist aber gar Gas gegeben. Einen Tag. Selbstmordattentat in Washington, 49 Tote. Der Country vermutet die Gruppierung, das Kalifat hinter dem Anschlag. Was, wer weiß das schon? Alarmbereitschaft ist gestiegen. Das ist ganz gut, dass wir gerade hacken. Dass wir gegen anhacken. Code Rot! Code Rot? Code Rot? Wegen der Alarmbereitschaft. Okay. Ach, die Lydia Sushi meldet sich wieder. Ich weiß nie, was die wirklich genau macht. Diese Sushi-Frau. Nee, das ist die Ehefrau. Ja. Aber weil sie gleichzeitig auch irgendwie was aushandelt. Naja, vielleicht kann sie ja den Einfluss auf die Prozentanzeige mit den 47 da oben irgendwie. Aber sie ist ja eine Französin, oder? Ach so. Echt? Lydia. Wir haben uns zumindest vorher für Frankreich entschieden. Ich bin, mal ehrlich, ich bin da ganz plump nach Optik gegangen. Töten. okay, na gut, fangen wir mal an. Also, Ninja, wir arbeiten schon seit 5 Jahren an der Aushandlung der eines Twitch-Vertrages. Warte mal, man muss das ein bisschen zwischen den Zeilen lehnen. Wir arbeiten nun schon seit 5 Jahren an der Aushandlung unserer Partnerschaft. Also man muss es ja auf die Ehe beziehen, ne? Wir sind fast so weit, ein Abkommen zu unterzeichnen. Was haben wir dabei erreicht? Hass? Zwietracht? Das volle Programm. Sie haben uns... Abkommen, das heißt, sie will uns heiraten, toll. Ja. Sie haben von uns beide erfahren. Scheiße, jetzt soll es eine große Hochzeit werden. Nein. Okay, also dann machen wir den Rest nochmal. Sie haben uns beiden erfahren und möchten nun, dass wir einen Teil deiner Sigma-Forschung als Teil des Abkommens übergeben. Bitte sag ja. Wir sind so nah dran. Nee. Nein. Eigentlich nicht. Wir müssen uns auch was geben. Ich würde eher nein sagen. Laden wir sie halt mal nicht zum Essen ein. Oder? Ja.
Punkt, Punkt, Punkt. Minus 5%. Damit hätte ich rechnen müssen. Arsch. Ich frage mich, was das jetzt genau bewirkt, dass ja. Fünf geschwächt ist. Ja, ob sie uns verraten kann am Ende? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wer sind sie? Alter, weil das ist auch so eine Quasseltante. Vom Pharmazeutik. Jacqueline Wechselberg. Vor allem kann ich sonst nichts auswählen, okay? Drängt sich einfach auf. Covasys Pharmazeutik. Die einflussreiche Gruppe Covasys Pharmazeutik ist sehr interessiert an ihren Sigma-Forschungen im Bereich Medizin. Diese Entdeckungen werden die Pharmaindustrie und die Entwicklung der globalen Demografie revolutionieren. Wir haben noch gar nichts entdeckt, ey. Ja, aber wir könnten. Wir möchten an ihrer Seite stehen und gemeinsam finanziell und ethisch bedeutende Entscheidungen treffen. Wir hoffen uns eine Zusammenarbeit. Jedes Mal, dass sie in unserem Feld Fortschritte machen. Was für ein Feld? Medizin. Ach, da geht's um die. Ach so, Pharmazeutik. Okay. Jedes Mal, wenn Sie in unserem Feld Fortschritte machen, stellen wir Ihnen Mittel zur Verfügung, um Ihre Ziele zu erreichen. Okay. Dabei wissen wir jedwede Ergebnisse zu schätzen. Ob sie nun aus Ihrem eigenen Labor oder anderen Quellen stammen. Denken Sie dran, wir sind die Guten. Okay. Die nächste, die Weltbank. McCashmore. Die sieht ein bisschen aus wie, Tascha. McCashmore. Passt gut zur Weltbank. Mark Cashmore. Deine andere Sache. Ja, wahrscheinlich. magst du? Oder ich? Okay, gut, dann, was ist Taser? Das sagen die andauernd immer vorne weg. Ist das japanisch für Hallo? Stimmt, das könnte sein. Ich habe mich auch schon gefragt. Wir essen auch Sushi, Ninja. Dann war es ganz am Anfang in der ersten Folge, hieß das nicht Taisa Sushi, das war dann nicht unsere Mutter, sondern Hallo Sushi. Okay. Hallo, die einflussreiche Gruppe der Weltbank ist sehr interessiert an ihren Sigma-Forschungen im Bereich Finanzwirtschaft. Der Wohlstand der Welt war noch nie so groß und wir fürchten, dass die Entdeckung von Sigma das Gleichgewicht ins Wanken bringen könnte. Sie wollen den Kapitalismus doch nicht etwas stürzen, oder? Die Banken ins Wanken quasi. Ja, wir hoffen uns eine Zusammenarbeit. Jedes Mal, wenn Sie in unserem Feld Fortschritte machen, stellen wir Ihnen Mittel zur Verfügung, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei wissen wir jedwede Ergebnisse zu schätzen, ob sie nur aus Ihren eigenen Gelddruckern oder aus den anderen Quellen stammen. Lassen Sie uns eine Welt erschaffen mit Wirtschaft, Innovation, Freiheit und purem Kapitalismus. Yeah. Freie Interpretation. So, 40% ist da jetzt. Ah ja, sie erkennt die Morris jetzt auch. Die ist in Finanzwirtschaft auch tätig. Das heißt, die könnte uns noch zusätzlich helfen, hier den Kapitalismus voranzutreiben. Yay. Warte mal, wo war das? Aber die müssten wir auch entführen, weil... Ja. Also zwei könnten ja dran arbeiten. Dann hält man eine doppelte Geschwindigkeit. Ah, guck, die arbeiten hier schon quasi an dieser ersten Fähigkeit. Geil. Geil, das. Aber schauen wir mal, was kann die denn? Die Morris. Loyal und männerfeindlich, ja toll. Also das mit dem Ding, es klappt schon mal nicht wahrscheinlich. Also mit Verführen klappt auch nicht, weil ihre Präferenz ist weiblich. Es zählt trotzdem als Verführungskünstler. Ja. Wie war es früher, einfach Tüte aufsetzen, dann geht's schon, ne? Okay. Ich probier's mal bei der. Ich werde mal die verführen. Jo. Der braucht jetzt eh noch ein paar Tage, bis er das macht. Erstmal schön romantisch essen gehen. Mhm. Oder wie man das so macht. Hier das Herzchen, süß.
Da wären wir jetzt gern live dabei, ha? Da würden wir jetzt gern die Drohne drüber schicken. Über das Hotelzimmer. So. Neuer Agent freigeschalten. Ryder kann beim nächsten Mal angeboten. Ryder? Den müssen wir spätestens nach einem Jahr mit Twix ablösen oder so, ne? Hallo. Der Lappen. Es ist mir nicht gelungen, Professor Erinov zu verführen. Wir brauchen eine andere Herangehensweise. Was ein Loser! Gut, der Vorteil ist, in England ist die Alarmstufe auf 20%. Ich würde sagen, Knebelfesseln raus, wir entführen jetzt mal. Wieso zum Fuck ist der in Tokio eingetroffen? Er erwartet weitere Befehle. Ach, der hat die entführt, oder? Wir haben schon einen entführt? Nicht, dass ich wüsste. Wieso ist denn der dann bei uns wieder zu Hause? Oh, warte mal, darf vielleicht nicht mehr als ein Agent pro Land gleichzeitig da sein? Nee, das ist egal. Ach so. Du, dann ganz ehrlich, ich weiß nicht, hast du dich vielleicht zwischendurch mal verklickt und angewählt gehabt und dann auf Japan geklickt? Eigentlich nicht. Warte mal, wie viele Wissenschaftler haben wir jetzt? Zwei. Was macht denn er da? Was machst denn du da, Tiger? Sollte er nicht irgendwie noch einen in England finden? Hat er nicht irgendwie untersuchen in England? Ja, das sollte er ich. Hä? Das ist ja komisch. Normal, ich habe das mal gehabt, dass zwei gleichzeitig im selben Land waren, aber irgendwie schaut das echt aus, als hätten sich die abgelöst. Ich meine, ja, okay, dann weil das Komische ist ja auch, er müsste ja eigentlich drei Runden für den Rückweg brauchen, ja. Oder? Und es sind doch jetzt nicht drei Runden, seitdem er da drüben ist. Also, seitdem er aus England generell weg ist, also. Wobei, vielleicht reist sich schneller zurück als hin. Weißt du, da geht's bergab. Ja, Rückenwind, da geht's abwärts. Kennt man doch, oder? Ja, der Spaß ist locker drei Tage auf der Reise. Naja, egal. Dann klärt er mal auf. Also, Bienchen und Blümchen. Oh Gott. Und versucht sie dann... Die wird er dann entführen. Ja. Jo. Der Grobian entführt. Er kann es nochmal versuchen, sie zu überzeugen, zu verführen. Vielleicht klappt sie jetzt. Kann man das unendlich oft machen oder rennt die einfach irgendwann nur noch weg, wenn sie ihn sieht? Nee, das hat bei mir mal geklappt. Erst auf das zweite Mal hat es geklappt. Okay, cool. Schauen wir mal. Kann ja so lange nicht dauern. Streng dich immer mehr an. Den Hacker haben wir wieder da. Der kann wieder was machen. Das ging jetzt aber schnell. Sicher jetzt erst. Was ist denn das für eine Rangordnung da unten links? Das sind die Sigma-Punkte, die wir erreicht haben. Aber wir haben noch keine Forschung. Ja, aber es haben doch alle 0. Warum sind wir denn automatisch auf Platz 3? Das macht ja auch nicht viel Sinn. Gute Frage. Diese Deutschen schon wieder werden nur bevorzugt. Vielleicht haben sie generell mehr Fortschritt. Vielleicht das. Dass sie noch nicht komplett dort sind, aber... Sie haben zwar noch nichts abgeschlossen, aber sie sind näher an ihre 1 quasi. Und 15 dran als wir. Okay, das macht natürlich... Aber nicht mehr lang, wenn wir da die beste Wissenschaftlerin entführen. Was kann denn die andere eigentlich? Also wir haben ja jetzt nur die eine am Fair führen, was kann denn die andere eigentlich? Die andere war doch Finanz, oder? Wo wir gesagt haben, da haben wir zwar schon wen, aber... Sicher? Ich dachte, die in England, der in England war Finanz. Die hier war Finanz. Ach dann, okay. In England war das nicht dieser Borg, also dieser... Robotik? Ah, Robotik war's. Robotik, okay. Dieser Borg. Ja, wobei, der hat doch irgendeinen Anschluss da am Hals, hat er auch. Naja. Und da irgendwas Seltsames. Na gut, da hätte ich jetzt auf Mutter mal geschätzt. Ein halber Roboter. Okay, was wollen wir machen? Alarmbereitschaft noch senken? Verführen, entführen, alles auf einmal. Das ganze Programm. Ich hack nochmal und werde nochmal die Alarmbereitschaft in Deutschland senken. Jo. Ausgezeichnet. Gut, und unser Tiger, was kann der machen?
Der ist besonders gut in England. Ja gut, da war er gerade. Wo soll denn der hinreisen? Im Grunde egal. Indien Türkei. War jetzt nicht besonders viel? Nee, Türkei. Da waren wir noch nicht. Oder USA, weil die da auf Platz 2 sind. Und wir hätten Druckmittel so. Gegen die USA. Stimmt. Und der ist ja auch dort in 2 Tagen oder 3 Tagen. Sag mal, ganz ehrlich, ja, hast du schon mal was von Geografie gehört? Das ist nicht gerade der kürzeste Weg. Aber wahrscheinlich haben sie so eine negative Erfahrung, wenn sie einen anderen Weg über Hawaii, also Pearl Harbor gehen, ne? Ja doch, sie gehen eh den anderen Weg. Ach so, hä? Lol. Mit dem Schiffchen. Aber nur bis zur Mitte des Ozeans, dann drehen sie um, da geht die Linie nicht weiter. Gucken wir mal. Ui. Gesunken. Oh, schade. Neuer Agent freigeschalten, da geht's aber ab. Lauter neue Agenten. Was ist denn Doppelagenten? Das ist doch die... Sie hier. Aber sie ist doch Wissenschaftlerin, wieso ist sie jetzt Doppelagent? Hat sie den Beruf auch gleich mitgewechselt bei hat der Verfügung, oder was? Sich unserer Sigma-Division anzuschließen. Nun an wird die Person als Doppelagent für uns arbeiten. Ah, vielleicht, warte mal. Vielleicht arbeitet sie jetzt schon für uns, aber nur in reduziertem Maße. Achso, sie bleibt quasi in einem anderen... Oder? Nee. Nee. Dann weiß ich es auch nicht. Eins ja, okay. Nicht zugewiesen. Oder es bedeutet einfach mal, schaut, dieses Grüne bedeutet quasi, sie würde mitkommen. Aber kannst du sie jetzt einfach anwählen und nach hier Japan rüberschicken? Also kann sie selbst... Ja, also nee, ich kann nur ihn. Ich kann hier jetzt sagen, er soll die Exfiltration starten hier mit diesem Pfeil. Ja, dann let's go. Ja, aber zuerst wollte man noch die Alarmbereitschaft runtersenken. Ach so, ja klar. Dann let's not go. Wir warten im Taxi vor dem Flughafen, okay. Yes, oh shit, yes. Hat keine Aufklärung in Deutschland? The fuck, okay. Dann sollte ich das vielleicht vorher noch machen. Ups. Hä? Ist das nicht das Erste, was wir gemacht haben, um überhaupt Leute zu finden? Oder vergisst ihr es einfach nach x Tagen wieder? Nee, das ist... Das eine ist Finden, das andere ist die Aufklärung. Warum auch immer das unterschiedlich ist. 10%, ja nice. Das ist ja nix. Doppelagenten plus 2. Ach, Cock, Cock, irgendwie haben wir... Was, Cock? ...die Forschung doch vorangetrieben. Aber das okay. Ist jetzt die... Welche ist denn das? Unsere Doppel-Tante da. Die Doppelagentin. Doppeltante. Nimm mal Mandanaka. Nimm mal Mandanaka. Schlechte Nachrichten. Die USA hat Projekt Stability abgeschlossen. Translation is missing. Naja. Wir werden unser Bestes tun, ihre Ergebnisse rückzuentwickeln, was unsere Forschung beschleunigen dürfte. Aber wir müssen davon ausgehen, dass diese Entdeckungen von nun an gegen uns eingesetzt werden. Alter, die USA haben mal eben 3 das Sachen ist... auf einmal fertiggestellt. Da müssen wir dringend hin. Beeil dich, Tiger. Reise über das Meer. Die USA haben sich das Potenzial von Projekt Stability zu Nutzen gemacht, um damit innerhalb von kürzester Zeit einen enormen Reichtum anzuhäufen. Ihre Sigma-Division ist jetzt ausgezeichnet ausgestattet und sie werden womöglich feststellen, dass sich ihre Wissenschaftler nicht länger bestecken lassen. Was? Ach, eher schon wieder. Ach. Wie man schon genervt ist, nur um die Fratze. Er macht schon wieder in die USA. Ja, das kriegen wir hin. Der Bodengang, ja kein Problem. Einfach Porto drauf, wir stellen zu. Eine Waffe? Das Kalifat der Levante benötigt ihre Dienste. Warte mal, krieg ich irgendwann eine böse Stimme hin? Nee, das ist gut. Ich überleg mir noch was bis zum nächsten Mal.
Das Kalifat der Levante benötigt ihre Dienste. Einer ihrer Agenten soll in die USA ein Sturmgewehr an eines unserer Mitglieder übergeben. Tun Sie es schnell. Sie haben 5 Tage Zeit, um diese Mission abzuschließen. Wir glauben an Sie. Doch vergessen Sie nicht, wenn Sie uns verraten, werden wir wieder einen Ihrer elenden Wissenschaftler töten. Ich hab wieder was da, Alter. Oh nein, jetzt kommt die wieder daher. Ah. Oh ne. Unsere Geheimdienste konnten bestätigen, dass sie mit der Gruppe des Kanzlers Levante zusammenarbeiten. Es ist eine gefährliche Allianz, aber könnte uns eine Möglichkeit geben, an diese Person heranzukommen, um sie ein für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen. Sie wissen, dass, sie, wissen, dass sie bedroht werden. Was? Und dass die Gruppe handeln wird, sobald sie sich gegen sie wenden. Wenn sie es trotzdem tun. Ja, werden wir es tun, Anno?